Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich Frau Förster-Heldmann zu Wort gemeldet. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie haben vielleicht beobachtet, ich bin mit zwei Reden hier ans Pult gekommen. Die eine Rede ist die von 2019, ziemlich genau vor einem Jahr. Nämlich da ging es um Mietendeckel einführen, Mieterinnen und Mieter schützen, wirksam schützen von den LINKEN. Ganz interessant, hätte ich eigentlich heute auch noch einmal halten können. Aber, Frau Barth, ich habe mich jetzt wirklich auf den Mietendeckel ein bisschen konzentriert und auch noch einmal geguckt, was sind es eigentlich für Auswirkungen, welche Bedeutung hat der Mietendeckel. Und natürlich, wenn man sich das betrachtet, wundere ich mich persönlich jetzt darüber, warum dieser Antrag gekommen ist, gerade in Zeiten, wo wir uns damit beschäftigen müssen, wie gehen Vermieter mit ihren Mietern, die wenig Miete bezahlen müssen, die einfache Wohnungen haben, die möglicherweise ihre Jobs verlieren, die eben extrem Schwierigkeiten in diesem Corona-Umfeld haben. Wie wirkt ein Mietendeckel eigentlich bei denen? Und da kann ich nur sagen, es erscheint mir nicht logisch. Aber wir wollen vielleicht auch da noch einmal darüber reden, wie ist das eigentlich in Berlin passiert. Also, ich möchte aber auch da sagen, Berlin ist wirklich so ein wunderbares Beispiel, weil das so ein virulentes Mietengespräch permanent in Berlin hat. Und deswegen ist es immer ganz gut, sich das einmal anzuschauen, was Sie gemacht haben. Also, Sie haben genauso wie alle anderen in der Bundesrepublik Deutschland sich total vertan mit Ihrer demografischen Prognose. Das war einmal das Erste. Dann hatten Sie kein Geld, haben mal 20.000 Wohnungen verkauft. Blöd. Haben dann hinterher gemerkt, oh, das war Mist, das war jetzt ein Fehler. Dann kommt was als Nächstes, die Enteignungsdebatte. Natürlich total vergessen, dass, wenn man enteignet, das auch trotzdem irgendwie bezahlen muss. Dann kommt nach der Enteignungsdebatte der Mietendeckel. Und was ist zu diesem Zeitpunkt passiert? Eigentlich hatte keiner mehr Lust, in Berlin zu investieren. Und genau das ist ja das, was meine geehrten und geschätzten Kolleginnen vor mir ja auch schon natürlich in weitaus formvollendeten Worten als ich, genau das war deren Rede. Und wenn man sich jetzt einmal anschaut, wie ist die Betrachtung des Mietendeckels natürlich in Berlin, sollte man schon einmal hinschauen, auch wenn sie, und das habe ich sehr wohl gelesen, eine gemäßigte Form dessen wollen. Ich glaube nur, dass ich mit meinen Grünen, ja, genau, das, ich bin Parteivorsitzende in Darmstadt, das reicht mir vollkommen aus. Gut, wir wollen einfach nach diesem mal schauen, was dort passiert. Also, in der Folge dieses Mietendeckels in Berlin ist es so, dass wir dreimal so viele Eigentumsverkäufe haben in dieser Stadt. Also, gerade die Wohnungen, die Sie schützen wollen, gehen vermehrt in den Eigentumsmarkt hinein, weil es offensichtlich kein Interesse mehr daran gibt, die in die Vermietung reinzugeben. Und damit erreichen Sie doch genau das, worüber wir ein Jahr lang gestritten haben, nämlich dass wir genau das wollen wir doch vermeiden, alle gemeinsam. Das ist unser gemeinsames Ziel, das zu vermeiden. Und jetzt erreichen Sie mit diesem Mietendeckel, zumindest nach dem, was man in Berlin sehen kann, genau das Gegenteil. Also, dann geht es so weit, dass auch in den Angeboten, wenn Sie bei den Immobilienanbietern anschauen, werden zwei Preise angeboten. Einmal den Preis des Mietendeckels und dann einen sogenannten Marktpreis. Jetzt ist es aber folgendermaßen. Jetzt ist die rechtliche Absicherung des Mietendeckels vollkommen noch offen. Es gibt da unterschiedliche Auffassungen. Da wird vermutlich der Minister auch noch einmal etwas dazu sagen. Ich will aber darüber gar nicht reden, sondern es gibt eine große Unsicherheit darüber, ob der Mietendeckel rechtlich zu halten ist. Was macht der Verbraucherschutz, die Verbraucherberatung? Die sagen, diejenigen, die in den Genuss vom Mietendeckel kommen, sollen sich bitte diese Differenz aufheben,
Weil es könnte sein, wenn der Mietendeckel platzt, weil er rechtlich nicht anwendbar ist, dass das Geld zurückgezahlt werden muss. So, und wenn Sie jetzt, was Sie nicht sind, und ich auch nicht, aber rein theoretisch, wenn man jetzt ganz cleverer Vermieter wäre, würde man sagen, okay, mache ich Folgendes, drehe den Mietpreis noch einmal in die Höhe, wird das Delta größer, habe ich eine größere Rückzahlung und habe noch einmal einen kleinen Gewinn gemacht. Was ist die Folge davon? Die Mietpreise steigen, sie sinken nicht. Und wenn man sich das alles betrachtet und viele andere Dinge mehr, jetzt könnte ich noch darüber reden, was haben wir eigentlich in Hessen gemacht, aber das habe ich schon so oft gemacht. Aber ich will eins noch sagen. Die Frage, die wir uns permanent stellen, und die ist auch wirklich wichtig, wie viel Regulierung verträgt der Markt und wie viel Regulierung braucht der Markt? Und genau in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns in Hessen. Und was wir hier machen, haben andere schon vor mir gesagt. Das ist gut so. Ich wollte zum Herrn Lenders nur noch einmal sagen, Herr Lenders, wenn Sie jetzt der SPD vorwerfen, Sie haben keinen guten Gesetzentwurf gemacht, na ja, gut, also das habe ich vielleicht falsch verstanden, aber es ist ein Antrag und der ist legitim. Ich finde ihn nicht richtig, werde dem auch nicht zustimmen. Ich habe auch eben genauestens erklärt, warum ich dem nicht zustimmen werde, weil ich denke, dass die Konklusio daraus genau das Gegenteil bewirkt von dem, was er bewirken soll. Aber naja, mein Gott, Ihre Anträge sind jetzt auch nicht immer so weltbewegend. Das wollte ich schon noch einmal sagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, wenn das Rednerpult desinfiziert ist, vielen Dank. Darf ich Herrn Schalauske von den Linken nach vorne bitten? Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Bevor ich mich jetzt etwas konkreter dann mit dem Antrag der Kolleginnen und Kollegen der SPD beschäftigen will, glaube ich, ist es notwendig, noch einmal etwas zur allgemeinen Situation zu sagen. Zu Hause bleiben und Abstand halten, das waren die Losungen der letzten Wochen, und sie werden es wohl trotz mancher Lockerungen, die wir auch heute diskutiert haben, noch eine Weile bleiben. Diese sinnvollen Aufforderungen zum Gesundheitsschutz haben freilich eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung. Eine Voraussetzung, die eigentlich selbstverständlich sein sollte, es in unserer Gesellschaft aber leider nicht für jeden ist. Zu Hause bleiben und Abstand halten kann nur, wer tatsächlich auch ein Zuhause hat und es sich in diesen Zeiten leisten kann und für den es in diesen Zeiten sicher ist. Deswegen halten wir zuallererst fest, Schutz vor Corona braucht ein Zuhause, machen wir uns bewusst und erinnern uns daran, wenn die Krise auch überwunden sein wird. Wohnen ist ein Menschenrecht, und der Zugang zu einer Wohnung muss für alle gelten, unabhängig von Herkunft oder Einkommen. Leider ist das in unserer Gesellschaft aber eben keineswegs selbstverständlich, dass alle Menschen den gleichen Zugang zu Wohnraum haben. Vielmehr hat sich das in den letzten Jahren seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 fortfolgende in Deutschland eine beispiellose Flucht des großen Geldes in vermeintlich sicheres sogenanntes Betongold gegeben. Mit der Folge, darauf ist von Frau Barth, von der Kollegin Barth ja hingewiesen worden, dass in Hessen, dass vor allem in der Rhein-Main-Region, in den Hochschulstädten Menschen mit geringem und mittleren Einkommen kaum mehr in der Lage sind, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Die Lage am Wohnungsmarkt, die war schon auch vor der Corona-Krise für breite Teile der Bevölkerung eine einzige Katastrophe. Sie bleibt es in der Corona-Krise. Das dürfen wir nicht vergessen. Die aktuelle Situation führt uns besonders drastisch vor Augen, was die Realität von Mietenwahnsinn und Verdrängung, was die soziale Ungleichheit in der Wohnraumversorgung für den Alltag der Menschen bedeutet. Während die einen die Phase von Kontaktsperre, von Homeoffice, von geschlossenen Spielplätzen, in großen Wohnungen oder in Eigenheimen mit Gärten verbringen können, müssen andere in beengten Verhältnissen zurechtkommen, in zu kleinen Wohnungen im städtischen Raum. Oder haben aber, wie Obdachlose oder Geflüchtete in Sammelunterkünften, mangels eigenem Wohnraum fast gar keine Möglichkeit, sich vor Corona zu schützen.
Gleichzeitig gibt es in unserem Land weiterhin Leerstand. Es gibt ungenutzte Hotels und leerstehende Apartments. Wir finden, das ist sozial ungerecht und eines reichen Landes wie Deutschland nicht würdig. Diese Situation entsteht aber nicht zufällig. Die ungleichen Voraussetzungen zur Bewältigung der Krise sind logische Folge eines kapitalistischen Wohnungsmarktes, der in erster Linie diejenigen mit ausreichendem Wohnraum versorgt, die viel Geld haben. Und sie sind die Folge einer neoliberalen Wohnungspolitik, die viel zu lange der Überzeugung angehangen ist, dass es gerade der Wohnungsmarkt ist, der eben die Wohnungsversorgung richten wird. Aber gerade die Corona-Krise zeigt einmal mehr, der Markt richtet es nicht, weder im Gesundheitswesen noch bei der Versorgung mit Wohnraum oder in einem anderen Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und deshalb gilt jetzt in der Corona-Krise umso mehr, was wir schon immer sagen, Wohnraum darf keine Ware sein, ein Umstand, den wir vielleicht gerade heute am 202. Geburtstag von Karl Marx noch einmal in Erinnerung rufen sollten. Die Einsicht ist wichtig, weil die eigentliche Krise für die Mieterinnen und Mieter, die steht ja erst noch bevor. Und deswegen kommt es darauf an, dass die Politik reagiert. Laut einer aktuellen Umfrage können bereits jetzt die große Zahl von 1,6 Millionen Menschen, 1,6 Millionen Haushalte, das sind sogar noch viel mehr Menschen, ihre Miete nicht mehr bezahlen. Und im Übrigen, jetzt gerade wird in Frankfurt der Mietspiegel weiter fortgeschrieben, und er sieht mögliche Mieterhöhungen von 3,5 % vor. Das ist doch katastrophal für die Mieterinnen und Mieter in einer Situation wie der jetzigen. In derselben Umfrage, die ich eben erwähnt habe, hat jeder fünfte Mieterhaushalt angegeben, demnächst in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten. Expertinnen und Experten rechnen damit, dass die reale Zahl der Mietausfälle ab Ende des Monats steil nach oben geht, wenn dann Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit voll durchschlagen und die Ersparnisse aufgebraucht sind. Hier droht eine mietenpolitische Zeitbombe. Und deswegen ist eine rasche und entschlossene Wohnungspolitik im Interesse der Mieterinnen und Mieter notwendiger denn je. Und ja, wir haben durchaus wahrgenommen, erste Schritte wurden unternommen. Viele Wohnungsunternehmen verzichten aktuell auf Mieterhöhungen, auch auf Kündigungen, darunter, wie von uns auch gefordert, die Nassauische Heimstätte und sogar die GWH, bei der es doch ansonsten immer heißt, sie muss sich ja auch unternehmerisch ausrichten. Und deswegen ließe sich eine Bewirtschaftung nach sozialen Kriterien gar nicht darstellen. Aber hier zeigt sich, dass es gerade die öffentlichen Wohnungsunternehmen sind, die in der Krise keineswegs zwingend profitorientiert agieren müssen. Ich finde, das sollten wir uns gut merken, auch in der Zeit nach Corona. In diesem Sinne können wir uns der Überschrift des vorliegenden Antrags nur anschließen. Auf den politischen Willen kommt es an. Und tatsächlich zeugt es auch von gutem Willen, dass die Bundesregierung bereits einige Maßnahmen beschlossen hat, um Mieterinnen und Mieter in der Krise zu schützen. Darunter das bereits erwähnte dreimonatige Kündigungsverbot im Falle von Corona-bedingten Mietschulden. Allerdings zeigt diese Maßnahme eben auch, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, dass guter Wille alleine nicht reichen wird. Wie sollen denn die Mieterinnen und Mieter, die bereits jetzt ihre Miete nicht mehr zahlen können, ihre Schulden in den nächsten zwei Jahren vollständig zurückzahlen können, zuzüglich 4 % Zinsen? Das kann und wird nicht funktionieren, das wissen Sie so gut wie ich, und deswegen muss nachgebessert werden. Und Herr Kasseckert, das ist doch ein guter, diese Regelungen sind doch der Beleg dafür, dass wir eben keine Umverteilung der Krisenkosten auf die Vermieter erleben, sondern eine Umverteilung auf die Mieterinnen und Mieter. Und das müssen wir ändern. Und die Immobilienwirtschaft, die weiß doch, wie sie ihre Interessen durchsetzt. Sie ist jetzt mit einer Idee von einem Sicher-Wohnen-Fonds vorgeprescht, aus dem die Miete mithilfe staatlicher Kredite in voller Höhe weiterbezahlt werden soll. Das ist doch nichts anderes als ein durchschaubarer Versuch, Gewinne zu privatisieren und Verluste zu vergesellschaften. Das weisen wir entschieden zurück. Und jetzt weiß ich, dass Sie hier sehr oft nicht über die großen Wohnungskonzerne sprechen wollen, sondern immer über die kleineren Vermieter. Aber reden wir doch einmal über die großen Wohnungskonzerne und über zahlungskräftige Vermieter.
insbesondere große börsennotierte Wohnungsunternehmen, profitorientierte Gesellschaften. Wir wollen, dass die an den Kosten von Mietausfällen beteiligt werden. Dazu wäre denkbar eine Regelung, nachdem Mieterinnen und Mieter, die von Corona-bedingten Einnahmeausfällen betroffen sind, ihre Miete halbieren dürfen, während gleichzeitig ein Unterstützungsfonds einspringt für jene Vermieter, die tatsächlich in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Ich finde es in einer solchen Situation unsäglich, dass Wohnungskonzerne wie etwa Vonovia auch noch angekündigt haben, in dieser Situation Dividende an ihre Aktionäre auszuschütten. Ja, so arm dran können diese Konzerne nicht sein, wenn sie auch noch Dividenden ausschütten. Das ist einfach unverschämt, und das sollte verhindert werden. Über die Idee der Krisenmiete, das wird im Moment in Berlin diskutiert. Das können wir an anderer Stelle die Diskussion weiter fortführen. Aber jenseits von solchen Akutmaßnahmen brauchen wir mehr denn je einen längerfristig wirksamen Schutz für die Mieterinnen und Mieter. Und Herr Kollege Lenders, Sie haben recht. Wir brauchen diesen Schutz, eben weil die Maßnahmen der Bundesregierung nicht ausreichen. Deswegen brauchen wir in Hessen auch einen Mietendeckel, einen hessischen Mietendeckel, den wir ja als LINKE nun auch schon seit über einem Jahr fordern. Und da begrüßen wir es ausdrücklich, dass die SPD ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben hat und das erneut eindeutig bestätigt, was auch wir schon lange sagen, ein hessischer Mietendeckel, der ist nicht nur notwendig, der ist rechtlich möglich. Das Land hat die Gesetzgebungskompetenz, es muss sie nur nutzen. CDU und Grüne hätten die Möglichkeit, mit einem solchen Instrument die Mieter wirksam zu schützen. Wie man die Kompetenz nutzen könnte und wie ein hessischer Mietendeckel im Detail ausgestaltet werden müsste, damit er dann wirksam schützt und trotzdem rechtssicher ist, darüber lässt sich streiten. Das müssen wir im Ausschuss und an anderen Stellen auch weiter diskutieren und dabei auch einige Argumente, die die Kollegin Förster-Heldmann hier genannt hat, entkräften. Warum nämlich der Mietendeckel tatsächlich dafür sorgt, dass die Mieten sinken, da gibt es auch viele Belege in Berlin, warum dann das so ist. Daher an dieser Stelle nur so viel. Ein bisschen mehr politischer Wille würde auch dem Mietendeckel der SPD guttun. Denn im Antrag, das ist ja hier auch deutlich geworden, wird ein moderater Ansatz verfolgt. Und der lässt aus unserer Sicht außer Acht, dass der Mietenwahnsinn, dass die Verdrängung, dass der Mangel an bezahlbarem Wohnraum in den letzten Jahren eben keineswegs moderat waren und weshalb es, so jedenfalls unsere Überzeugung, eben nicht ausreicht, auf Eingriffe, den Mietendeckel nicht auf Eingriffe in laufende Mietverhältnisse und Mietsenkungen bei Bestandswohnungen anzuwenden. Wir brauchen nämlich solche Maßnahmen. Wir brauchen ein Höchstmietensystem mit der Möglichkeit zur Mietsenkung, wie es in Berlin gemacht wird. Das ist in einem Flächenland sicherlich schwieriger umzusetzen, aber unmöglich ist es sicherlich nicht. Unsere Haltung ist dabei klar. Wir wollen mehr als einen Mietenstopp light, der ist zu wenig. Notwendig ist ein Mietendeckel, der den Namen auch verdient. Gut, dass wir die Debatte jetzt um einen weiteren Schritt voranbringen. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Tarek Al-Wazir das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich gebe zu, dass ich mich gestern über den Setzpunkt der SPD etwas gewundert habe, weil ich glaube, das ist zwar ein sehr wichtiges Thema, aber ich befürchtete, dass wir an dieser Stelle eine Debatte, die wir schon sehr oft geführt haben, jetzt nicht wirklich zu neuen Erkenntnissen führt. Aber ich bin ja ein grundoptimistischer Mensch. Und deswegen sehe ich es eher als etwas Positives an. Es ist so ein bisschen quasi eine Erinnerung, so ein bisschen wie früher, in Anführungszeichen. SPD für Mietendeckel, FDP sagt Energiestandards runter, LINKE sagt Vergesellschaftung. Man könnte denken, es sei alles so wie immer. Und ich will Ihnen aber eine Stelle sagen, das sage ich jetzt in großer Ernsthaftigkeit, weil das von der AfD kein wirklicher Beitrag zur Sache kommt. Das war mir vorher auch klar. Aber es ist
irgendwie untergegangen. Herr Schulz, man muss die Meinung der Professoren Arz und Meyer nicht teilen. Aber von diesem Pult, und wahrscheinlich ist es auch nicht justiziabel, wenn man an diesem Pult das erzählt, was Sie hier erzählt haben, Stichwort Indemnität, aber hier ernsthaft zu sagen, die würden im Zweifel auch ein Rechtsgutachten machen, dass die Erschießung von Reichen rechtskonform ist, das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Man muss nicht, wir sind hier im politischen Meinungsstreit, sagen, Juraprofessoren vertreten mal diese und mal jene Position. Am Ende entscheiden sagen Gesetzgeber und unabhängige Gerichte. Aber an dieser Stelle müssten Sie mal wirklich darüber nachdenken, ob das, was Sie hier immer machen, nicht in Wahrheit eine Schande für Deutschland ist. Und deswegen, Stichwort Corona-Krise, ja, es ist auch richtig, dass die Corona-Krise zwar sehr viel ändert, aber nicht alles. Gleichzeitig müssen wir ehrlicherweise sagen, was für eine Auswirkung auf den Miet- und Immobilienmarkt wir in den nächsten Monaten sehen werden, das wissen wir noch nicht. Wenn ich mit denen rede, die im Bereich Eigentumswohnungen und Ähnlichem unterwegs sind, die sagen eher, der Markt ist momentan so etwas wie eingefroren. Sie sagen, gewisse Unsicherheit, was kommt, in Anführungszeichen. Gleichzeitig ja keine Steigerung bei den Zinsen, sondern teilweise vielleicht sogar noch eine weitere Senkung. Man weiß nicht genau, was kommt. Wir haben zweitens eine Situation, dass das vielleicht dazu führt, da hoffe ich sogar ein bisschen drauf, dass das manche Übertreibungen im Ballungsraum, was die Kosten von Eigentumswohnungen angeht, beendet. Das wäre zu wünschen. Und das wiederum könnte auch eine positive Wirkung haben, in Anführungszeichen, auf die Frage dann auch von Miethöhen. Aber ehrlicherweise ist, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Und Sie wissen es auch nicht, Herr Felstehausen. Sie wissen es auch nicht. Sie wissen es auch nicht. Und deswegen ist es immer gut, mal zu hören, wie denn unterschiedliche Leute die Situation gerade einschätzen. Ich habe in den letzten Tagen, ich müsste so eine Woche her sein, in der FAZ einen sehr spannenden Beitrag gelesen über Wiesbaden. Da wurden sowohl der Herr Weudig von Haus und Grund Wiesbaden als auch die Frau Winkelmann vom Mieterbund in Wiesbaden zitiert. Und es war sehr spannend. Die haben nämlich beide waren sehr nah beieinander. Der eine hat gesagt, bisher haben wir keine großen Mietausfälle. Es haben erst sehr wenige Mieterinnen und Mieter die neuen Möglichkeiten des Bundesrechts in Anspruch genommen. Stichwort Stundung mit allem, was dazugehört. Im Privatbereich, im Gewerbebereich sieht das ein bisschen anders aus. Und die Frau Winkelmann war mir, also sozusagen, hat im Prinzip der Vertreter von Haus und Grund gesagt, die Befürchtungen waren groß, aber bisher ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Und das fand ich spannend. Und spannend fand ich auch, dass die Frau Winkelmann die Kulanz von Privatvermietern gelobt hat. Das macht sie auch nicht jeden Tag. Insofern wäre es vielleicht an dieser Stelle jetzt mal angebracht, sich ganz sozusagen in größtmöglicher Ruhe anzuschauen, was passiert, und dann schauen, wo man im Zweifel noch nachsteuern muss. Die veränderten Möglichkeiten, was die Mieten angeht, sind auch schon genannt worden. Stichwort Stundungsmöglichkeiten und allem, was dazugehört. Ich will noch zwei Sachen erwähnen, die auch verändert wurden, rechtlich in den letzten zwei Monaten. Das Erste ist, dass nicht nur zum 1. Januar eine Wohngelderhöhung da war, sondern dass auch für die Berechnung von Wohngeldanspruch nicht mehr das Durchschnittseinkommen bestimmter Monate genommen werden muss, sondern auch, wenn jetzt jemand in Kurzarbeit beispielsweise ist, das Einkommen des letzten Monats genügt, um einen Wohngeldanspruch zu erfüllen. Das machen übrigens gerade die Wohngeldstellen vor Ort. Die haben sehr, sehr viel zu tun. Erstens Wohngelderhöhung zum Januar, viele neue Anträge, dann auch noch dieses. Machen sie übrigens sehr gut. Da will ich mich noch einmal ausdrücklich an dieser Stelle bedanken. Und ein zweiter Punkt, der ebenfalls kaum wahrgenommen wurde, dass nämlich bei den Jobcentern für Neuanträge in der Grundsicherung die Angemessenheitsprüfung für 6 Monate ausgesetzt worden ist. Auch das wird sicherlich erst einmal für eine gewisse Stabilisierung sorgen. Und dann werden wir sehen, je nachdem, wie lange die Krise noch dauert, was das für langfristige Auswirkungen hat. Trotzdem ist es ausdrücklich richtig, dass man sich natürlich auch in einer solchen Krise und auch nach einer solchen Krise mit dem Thema Mieterschutz beschäftigt. Und deswegen ist klar, das Erste ist völlig richtig, die rechtlichen Regelungen. Das Zweite ist auch richtig, langfristig hilft natürlich nur ein höheres Angebot. Ich glaube, das sind zwar eigentlich Binsenweisheiten, sie müssen aber an dieser Stelle durchaus genannt werden.
Erstens, dann an dieser Stelle, was macht die Landesregierung? Die ganzen rechtlichen Veränderungen haben wir begleitet. Wir sind auch in Kontakt mit den Wohngeldstellen, mit den Jobcentern, um an dieser Stelle zu sehen, an welchen Punkten man dann unterstützen kann. Wir stellen 2,2 Milliarden € bereit für den geförderten Wohnraum. Und wir wollen ausdrücklich daran festhalten, diese Summe bereitzustellen, weil wir glauben, dass am Ende zur langfristigen Stabilisierung auch geförderter Wohnraum nötig ist. Ich freue mich, dass gestern der Bund uns zugesagt hat, dass die Milliarde, die für dieses Jahr vorgesehen ist, jetzt auch fließen kann. Da musste erst die Verteilung unterschrieben werden von allen Ländern. Das letzte Land hat das wohl vor einer Woche getan. Und dementsprechend hilft der Bund an dieser Stelle. Aber der größte Teil, den wir bereitstellen, sind Eigenmittel bzw. Mittel aus dem Wohnungsbauvermögen bei der Helaba. Wir haben die Gemeinden unterstützt durch die Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe. Auch das hilft den Gemeinden, ihren Anteil zu tragen, so er denn noch zu tragen werden muss. Im großen Frankfurter Bogen haben wir diesen kommunalen Anteil jetzt wegfallen lassen, übernehmen ihn von Land. Die Nassauische Heimstätte ist angesprochen worden, wird perspektivisch ihre Wohnungen von 60.000 auf 75.000 erhöhen im eigenen Bestand, und zwar sowohl in Anführungszeichen frei finanzierte als auch geförderter Wohnraum. Aber alle diese Wohnungen werden unter Marktmiete, auch die Freifinanzierten, vermietet, selbst wenn sie Neubauwohnungen sind. Und dementsprechend tragen sie natürlich dazu bei, dass an dieser Stelle das allgemeine Mietniveau sozusagen gedämpft wird und dass am Ende auch bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht. Und wir haben die Baulandoffensive gegründet und arbeiten weiter, auch in dieser ganzen Krise jetzt, mit den Gemeinden, sowohl im großen Frankfurter Bogen als auch mit denen, die bei der Baulandoffensive mitmachen, um am Ende mehr Bauland zu mobilisieren, weil das wird einer der Schlüssel dafür sein, wie man am Ende das Angebot erhöht. Und auch an dieser Stelle, Stichwort, was passiert in Zukunft? Wir wissen es nicht, aber ich habe eine Hoffnung, Stichwort Spekulation. Natürlich ist Bauland ein Spekulationsobjekt, gerade im Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main. Und ich setze ein bisschen darauf, dass an dieser Stelle manchmal das Schlechte an bestimmten Punkten auch etwas Gutes hat, dass nämlich die Hoffnung, dass die Preise immer weiter steigen, 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 man nur warten muss und dann quasi in Anführungszeichen leistungsloses Einkommen hat und dadurch nichts tun, dass das vielleicht an bestimmten Stellen endet und auch an diesem Punkt bestimmte Flächen jetzt mobilisiert werden können, wo es in den letzten Jahren schwierig war. Und deswegen an diesem Punkt ausdrücklich, ja, wir arbeiten daran, wir arbeiten auch an der Veränderung noch einmal weiteren Attraktivierung der Richtlinie. Und wir haben die Mietpreisbremse gemacht. Das wissen Sie. Wir haben sie ausgeweitet auf 31 Städte und Gemeinden. Wir haben die abgesenkte Kappungsgrenze gemacht. Wir haben die verlängerte Kündigungssperrfrist gemacht. Wir haben sie zusammengeführt. Wir haben die Geltungsdauer verlängert. Wir haben sie ausgeweitet auf die 31 Gemeinden, in denen auch die Mietpreisbremse gilt. Und ausdrücklich will ich das noch einmal sagen, wir werden in Kürze auch die Umwandlungsgenehmigungsverordnung erlassen. Das heißt, Sie wissen das, Stichwort Milieuschutz, bestimmten Gemeinden, die mit angespannten Wohnungsmärkten die Genehmigung geben, durch Genehmigungsvorbehalt bei der Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen eine städtebaulich unerwünschte Veränderung der Struktur der Wohnbevölkerung zu verhindern. Das wird in bestimmten Hotspots, wenn ich diesen unnötigen Anglizismen, in bestimmten Brennpunkten, ich nehme das zurück, was ich gerade gesagt habe, in bestimmten Brennpunkten das durchaus erleichtern. Aber ich will das ausdrücklich sagen, ob ein allgemeiner Mietendeckel dazugehört, da habe ich große Zweifel, Frau Kollegin Barth. Das will ich ausdrücklich sagen. Sie wissen, das hat Kollegin Förster-Heldmann schon gesagt, es ist hoch umstritten, ob die Länder da eigentlich Regelungskompetenz haben, weil Stichwort Mietrecht, habe ich ja gesagt, Mietpreisbremse, Kappungsgrenze und so weiter, alles im Bundesrecht geregelt. Ob da die Länder noch eigene Regelungskompetenzen haben, ist zumindest hochstrittig. Sie haben zwei Gutachter genannt, die diese Möglichkeit sehen. Auf die stützt sich auch das Land Berlin. Ich weiß, dass der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages das ganz anders sieht. Herr Papier, der ehemalige Bundesverfassungsrichter, sieht es auch völlig anders. Und wir werden in wahrscheinlich nicht allzu ferner Zukunft dazu eine höchstrichterliche Entscheidung sehen. Ausdrücklich. Und ich glaube an diesem Punkt, dass es durchaus geeigneter ist, wirklich an den vielen kleinen Schrauben zu arbeiten, die aber ganz sicher ein reales Ergebnis haben, was auch ganz sicher hält, als sich sozusagen auf Hoffnungen zu stützen, die am Ende vielleicht
trügerisch sein könnten. In diesem Sinne, lassen Sie uns weiter an mehr und bezahlbaren Wohnungen in Hessen arbeiten. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, nach der Aussprache zu diesem Antrag überweisen wir den in den WVA. Damit sind alle einverstanden.